Noch nie so in Ruhe angucken. Also wir fahren jetzt aber schon irgendwie wieder so über 70, wie es aussieht. Ne, 65. Ich bin gerade weit über 70, aber ganz safe. Ich habe jetzt ein Dings auf 70 reingemacht, der hat gebremst. Ich bin echt verwirrt. Dann passt was nicht. Ich bin aber auch gerade bei fast 70. Also der Carsten, wenn du mich jetzt fährt überholst hinter mir ungefähr fast mein Tempo. Ja, jetzt bin ich auch, jetzt habe ich mir so ungefähr eingegliedert bei euch. Ja, jetzt fahre ich ungefähr sein Tempo. Jetzt fahre ich ein bisschen langsamer wieder ein Tempo, glaube ich. Jetzt muss ich aber auch 65. Ich muss halt nur immer mein Handy rausholen, damit ich sehen kann, auf welche Stufe ich denn jetzt eingestellt habe. Ja, weil das bei dem echt unschön gemacht ist. Das steht nirgendwo fest. Was? Wo steht fest, auf welcher Stufe der Tempomat steht? Bei dem mitten im Tacho. Mitten im Tacho. Neben der ich dachte jetzt bei dem rechten Display würde das. Nein, das steht mitten im Tacho. Echt? Okay. Aber du kannst das rechts auch einschalten. Ja, aber da sieht die Ansicht rechts ist kacke, deswegen. Nee, die finde ich sogar noch besser, wenn ich ehrlich bin. Ist so aber ein bisschen da größer. Baustelle. Ja, aber da steht nicht genau, was auf was grün. Der gerade steht. Ja, Baustelle grün. Doch, steht da. Oder? Nee. Da steht nur die aktuelle Geschwindigkeit nee, und unter da der Balken aktuelle, wieder gerade beschleunigt. Ja, genau. Nee, im Tacho in der Mitte, neben dem ja, Gang. Ja, aber da ist das sehr winzig. Neben dem Gang. Daneben. Da ist das. Kann ich in etwa die Umrisse ausmachen? Dann oh, jetzt sind wir bei 58, 57, 56. Nee, 55. Also meiner beschleunigt. 56. Also meiner fährt ganz normal. Ach, deiner fährt ganz normal? Ja, 65 einfach, die ganze Zeit. Toll. Ich finde es übrigens bemerkenswert. Tut mir leid, Josh. Schon keine Meldung nee, ich bin selber Vorsicht, zu langsam gewesen. Vorsicht, Josh. Entschuldigung. Fahr vorbei, ja, fahr bitte. Du. Nee, nee. Du hast fahr du. Nein, du. Fahr nein, du. Fahr du zuerst. Da bin ich locker durchgekommen, danke, danke. Alles ja, an Bergen gut. Hast du mit dem Gerät hier echt Probleme. Wir fahren doch noch gar nicht nach Bergen. Und das bei 700 PS, ey. Das ist echt schon. Das wäre doch mal was 750. Für die nächste Aufnahme. Ja, sag ich doch. Also, das ja, ist ja, wirklich die stärkste Maschine fahren, in dem können wir nächste Aufnahme machen. Also, Skandinavien finde ich vor allem, wenn wir immer diese Uhrzeit aufnehmen, gefällt mir irgendwie. So komplett ohne Angabe von Gründen. Oh, ich sehe langsam schon hier mein Pinöpel aufleuchten. Pinöpel? Pinöpel? Ja, so mein Ziel Pinöpel. Echt? Okay. Also im Navi hat es gerade kurz gedings. Haben wir jetzt auf höher gestellt als 65? Nein. Ja, nein. Die vorne fahren, also ich habe kurz im Aufholen fahre ich irgendwie 90. Also ich fahre 65 jetzt. Jetzt werde ich ausgegliedert aus dem Konvoi, weil ich zu schnell fahre. Ja. Mit ja, einem Dach. Vorhin, zu schnell. Vorhin tatsächlich mal kurz 55 gefahren, damit Carsten ein bisschen wieder aufholen kann. Ich werde aus dem Chaoten einfach ausgeschlossen. Ihr trefft euch einfach so alleine untereinander in Karlsruhe. Genau. Und du bist raus. So. Ja, einfach so. Dann laufe ich zufällig am Brauhaus vorbei und sehe euch da. Ja. Geh weiter. Du stehst am Fenster und weinst. Ja. Ja, sie sind raus. Wieso das denn? So. Hier muss ich auch alles noch freischalten. Könnte ich beispielsweise niemals machen. Da war rot übrigens. Da war rot. Bei mir war da grün. Bei mir ist, bei mir da ist rot. Jetzt hier rot. Ja, da ist auch rot. Da muss ich auch anhalten. Was ich nicht sehe, ist nicht strafbar. Was ich nicht sehe, ist nicht strafbar. Ich bin dann ist bei dir also ziemlich nicht strafbar. Ja! Warte mal, wo muss ich denn jetzt zuerst. Achso, ich alles abbiegen. Gut. Okay. Erst abbiegen, oder? Ja, hier gleich vorne links. Oh, das hat aber schon was mit diesen. Oh, das ist schon schick. Oh, da kommt ein LKW, der fährt um den nächstes Rot. Sorry, Carsten. Was denn? Nix. Ach so, du bekommst gar nicht mit, was da 3 Kilometer hinter dir ist. Ach, da war ein Mercedes mit diesem Doppeltrailer. Sah irgendwie aus wie ein LKW, Leerdammer-LKW. Er ist grün. Ist immer noch rot, ich habe einfach jetzt drüber, ich hab keinen Bock zu warten. Das klappt ja super bei uns. Ja. Wir halten uns heute an alle Regeln. Ja du nicht, Julian. Raus. Toll. Du fliegst raus. Ich, schön, dass du das hab, wieder hier. Ich hab in den nicht Dreck damit siehst. Angefangen. Du fliegst raus, Julian. Okay. Ja, okay. Richtig so. Ist okay. Du machst gerade so, wie der Hund geguckt hat in diesem Fernsehprospekt. Carsten, ich mach den Abgang folgendermaßen. Ich werde in 3 Wochen einfach wortlos die Gruppen verlassen. Ja, oder so. Und dann werdet ihr mal, was heißt Gruppen? Wir haben nur noch eine, die Gruppe verlassen. Dann könnt ihr doof gucken.
Nee, wir haben Gruppen in allen Konstellationen, ganz klar. Hm. Wo fährst du denn hin? Da lang, wo mein Navi sagt, wo ich langfahre. Nee, wir haben nur eine. Wir haben nur Leute, wir hatten früher mal projekteweise Gruppen, wobei das war Schwachsinn. Aber gut. Nein, da haben wir es gemacht, weil wir teilweise auch Projekte hatten, die wir nicht mit allen gemacht haben. Ja, ist richtig. Um den anderen damit nicht auf den Zeiger zu gehen. Ja. Oder um vielleicht über das fiese IH zu ziehen. Was? Nein. Say what? Irgendwie war das Navi jetzt ein bisschen bescheuert, aber gut. Nein, weil es hier eine Nebenstraße ist und du über die Hauptstraße gefahren bist. Nicht wirklich jetzt, oder? Doch. Doch, stimmt. Ja, ich sehe es auch gerade. Was ein dummes Ding, ey. Ja, nee, das ist aber zum Freischalten. Zum Freischalten ist es extrem sinnvoll. Mein Julian, du müsstest dich doch mit Routing-Algorithmen auskennen hier. Der bewertet jetzt den Hauptweg mit höheren Kosten und deswegen bla. Ich kenne Angular Routing. Reicht mir. Routing? Routing. Das ist schon auch eigentlich so ein Minister für Verkehrsplanung oder so. Nein, die Garage hier habe ich schon geholt. Ach, Josh ist an seiner Firma. Ja, yeah, ich guck mal, jetzt darf ich hier bestimmt auch den voll schweren machen. Ja, ich darf den 90er machen, weil ich keinen Double Trailer habe. Hm. Way. Also voll schwer. Ja, Carsten hat die Garage hier wohl noch nicht. Anführungsstriche. Jetzt ja. So, gucken. Fahren wir mal. Oh, ich habe den Scheibenwischer angemacht. Jetzt fahren ist das Ding nämlich gar nicht. Das war nicht der Plan. Fahr doch durch die Garage durch einfach. Ja, weiter. Ja. Vielleicht war es auch Sellplan, man weiß es nicht. Das ist schon ein bisschen assi hier. Boah, ich hasse sieht schon sehr cool aus mit diesem Doppeltrailer. Der gelenkte Auflieger ist doch widerlich. Aber kannst du jetzt direkt ändern an der Werkstatt nehmen an. Ja, jetzt James. Kann ich es ändern. Oh, jetzt bin ich hängen geblieben. Nächstes Mal nehmen wir auch Doppeltrailer und dann machen wir hier so Doppeltrailer-Konvoi, yo. Ja. Was habe ich jetzt mitgenommen? Dieses mich beim Reinfahren schon abgefuckt über dieses. Dieses mini kleine Betonding. Ich weiß noch nicht, warum man das da hinstellt, aber das ist. Ja, damit der Praktikant stehen kann und Kaffeepause machen. Der James fährt einfach durch mich durch. Wir gucken, was der Yoshi anstellt. Ja, er fährt gegen das Steinding. Ja, ja. Boah, Alter, ey. Fährst also, du gleich gegen das andere Steinding oder so. So. Hinter die Garage fahren ist voll für den Arsch. Mit dem Doppelten? Mhm. Ausgezeichnet. So, ich fahr jetzt nochmal was frei hier. Gratulation, komplett ohne Abzüge. Sowas gab's ja noch nie hier im Konvoi. Nee. Nee, stimmt. Hatten wir tatsächlich. Guck mal, der Typ hier mit seiner Garage, der ist ja voll fancy. Der Typ mit der Garage? Fancy. Ja, hier steht einer. Ach, der da hinten drin. Also James spannt voll mit seinem LKW da rein. Ich guck da jetzt mit dem Fotomodus Big rein. Bags. Ach, oh. Komm, da gibt's halt noch Saatgut Big Bags. Ach, da ist der Typ, der steht direkt vor seinem Fass da, ne? Ja. Ja, ist schwierig, aber hier ein schönes. Oh, so geht's. So nach Malmö, gell? Ja. So, ja, genau, Malmö. Ja gut, dann hab's auch nach was Malmö einfach schon aufgeladen. Nach ohne was viel Malmö. Arbeit. Einfach mal so mit aufgeladen, das kann mich mein... Hat er einfach mal mitgenommen, weißt du? Ja, mitgenommen. Das heißt, habe ich aber nicht meinen Trailer... Geht's da auch lang, James? Ich hab meinen Trailer nicht gebaut. Ja, hier geht's auch wieder raus. Scheiße. Würde ich nur mit dem Double-Trailer nicht machen. Wo seid ihr? Ich will's versuchen. Bei... BNT. Da seht ihr euch da gerade. Kommt ihr dann zu dem Kreisverkehr? Ja, ich mach hier noch ein Thumbnail. So, was macht denn jetzt hier das Navi überhaupt? Das führt uns jetzt ja so ein bisschen... Interessant. James hat funktioniert mit dem Double Trailer. Okay. Knapp, aber es hat funktioniert. Das wollte ich mir unbedingt zeigen. Ja, ich wollte das gerne testen, weil der James sagte, mach das besser nicht und ich dachte mir, ich will es aber. Ich hab gesagt, es hätte schwierig werden können, aber ja, es ging tatsächlich, ja. Oh, ich habe zwei unterschiedliche Reifen, glaube ich, drauf. Ja, ist egal. Zwei unterschiedliche Reifenmischungen. Ich hab Slicks und. Ah ja. Ich hab Soft und Super Soft. Was für hässliche Farben haben die Leute hier teilweise? Vor allem dieser Julian, gell? Und dieser Josh. Dieser Jaja hier auf der einer, Karte. Fährt einer in Kackbraun durch die Gegend. Ja, ich hab mir noch überlegt, ob ich diesen komischen Kackbraun. Erstmal, welchen Kreisverkehr wollen wir uns denn treffen? Oh. Jetzt hänge ich!
Er weint. Ich war gerade im Kreisverkehr mitten in Kalmar. Immer in so Kreise. Also das mache ich, aber das mache ich ein paar Wochen mit euch auch, ja. Wo treffen wir uns ja an der einen Haltestelle mitten in Karlsruhe. So, ich muss mich mal eben 5 Meter zur Werkstatt setzen lassen. Sehr schön. Ey, Josh, das ist kein Problem, sonst fahren wir zur Not zu dir. Ja, zu gut, das findet ihr immer, das stimmt. Ja. Ich weiß sogar immer noch, wie die Haltestelle heißt. Du ich weiß nicht, auch wie sie heißt, aber ich weiß, wie sie aussieht. Ich weiß, wie sie heißt, aber ich werde es jetzt nicht sagen. So, Bin nicht bekloppt. So. Aber ich würde sagen, wir treffen uns an der Einhaltestelle mitten in Karlsruhe, würde ich sagen. Also ja, Europaplatz. Ja, ja. Fuck, es gibt da wirklich so eine. Die Haltestelle. Das ist halt eine große Haltestelle, wo halt eine ganze Menge ist, ne? Ja, leider. Oder am Ruppurer Tor. Ja. Da konnte ich auch immer treffen. Da kannst du zwar mal voll viel umsteigen, Julian. Mal mehr, mal weniger. Ja, jetzt kannst du sogar in 4 Richtungen umsteigen. Das ist voll fancy. Geil. Wobei, jetzt kann man aktuell gar nicht umsteigen, weil aktuell gar kein Zug hält. Oh. Es ist komplett Baustelle. Fahren die... Hä? Wie läuft... Also Schienenersatzverkehr dann, oder was? Nee, der fährt dann einfach nicht geradeaus, sondern der fährt dann vor dem Reparator links einfach ab und dann ist... Aber dann kommt er trotzdem noch Richtung... Der kommt trotzdem zum Euro, ja. Da ist er wieder gleich. Ah, ja. Aber der fährt halt nicht über euer fancy Dings da. Alle da? In der Kaiserstraße. Alle da. Ich bin da. Hä, wobei, das war doch direkt am Europaplatz. Ja, stimmt, das fast genau, ja. Also quasi direkt am Europaplatz. Ja, quasi. Da läufst du irgendwie so 2 Minuten oder was, ja. Ah, ich freue mich wieder auf Karlsruhe, das ist ja schön. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber ich finde das, ich freue mich da immer drauf. Ich kann ich rüber, Josh? Carsten. Wir müssen Carsten fragen. Nicht Carsten, fragen. Kann ich rüber, Carsten? Ja, jetzt ja. Ich dachte, das wäre Josh gewesen, der direkt. Nee, war nicht der Josh, war ich. Ich war vorausschauend und bin schon auf die linke Spur gefahren, weißt du? Und ich wollte vorausschauen, schon früh rüberfahren, dann hat Carsten gebremst, dann habe ich Carstens hinteren Trailer berührt. Er hat ja noch einen. Also wenn der ganz hinten... Das ist einfach nur so eine Knautschzone, deswegen ist er ein bisschen kleiner. Genau. Der ist einfach nur da, um halt eben so ein bisschen was abzufangen. Ja, richtig so. James, auf was stellst du? Jetzt gerade 50, weil es im Navi steht. Müssen ja im Kreisverkehr sowieso direkt. Ja, eben sowieso nochmal Kreisverkehr. Wir müssen dann sowieso wieder Kreisverkehr hier. Aber direkt rechts, von daher. Ja, wechseln. Aber wir haben jetzt trotzdem wahrscheinlich jetzt gute, 70, jetzt stehe ich 65. gute 3 Stunden durch, wenn wir fertig sind. Ja, haben wir gut abgepasst, ne? Ja, wobei, wenn wir dann nächste Woche nicht können, dann wird es ja wieder Sinn machen, wenn wir das weiterschneiden. Also nicht mehr so 15 Minuten, also wenn wir dann wieder so 15 Minuten orientieren und nicht das auf eine Woche irgendwie. Mhm. Oder. Kann man machen, so, ja. Sei denn, wir nehmen nächste Woche was auf. Ja, die werden dann halt irgendwie später. Ja, aber der Carsten meinte ja, hier hat der Dienstag in den Raum gebaut. Stimmt. Jo. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, ob der Josh das einrichten kann, ne? Mit ja, im Prinzip, weil ich mal gucken, ich habe ja hier meinen fancy Kalenderplaner hier. Das ist Montag. Ja, können wir das ja nach abends der Aufnahme noch schnell besprechen? Nein. Nein, das muss jetzt. Nein, das muss jetzt sein. Doch, Dienstag sieht sobald gut die aus. Aufnahmetaste gedrückt wird, schlafen ja, alle ein. Alle schlafen. Nee, vor allem wir reden ja noch nicht mehr miteinander. Nee, wir machen das ja nur hier. Steht halt, weißt du, wir lassen euch ja dann auch im November einfach alle immer die Aufnahme laufen, damit wir miteinander reden. Also. Ja, anders würde. Fahrt ihr 65? Ich nee, ich fahre 65. Etwas schneller, weil ich ja aufholen muss. So, jetzt fahre ich. Ich fahre 70 zum Aufholen, jetzt aber das klappt. Medium. James, hast du Aufholen aktiviert? Nein. 65 fahre ich jetzt. Jetzt bin ich hinten dran. Das ist so ein GTA-Witz. Aufholen aktiviert. Das ist ja witzig. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Ist ja blöd. So. Oh. Ich kann mal ein bisschen. Boah, wenn der Volvo erstmal steht, dauert das aber auch ein bisschen, bis er wieder vorwärts fährt. Oh, so ein Kreisverkehr. Mhm. Muss jemand tanken? Nee. Nein. Also für cool die Umwelt, das ist ja voll das ökologische und ökonomische geguckt. Let's Play hier. Das ist. Ja, ich habe noch 2000. Wir sind schon gute Kilometer. Vorbilder. Ja. Du hast ja auf dem linken Display permanent draufstehen, wie viel du noch hast. Ach ja, da. Stimmt. Da hast du ja AdBlue und Sprit. Ist ja alles noch da. Ja, gutes Internet.
Ames, auf was hast du jetzt gestellt? Immer noch 65? 65. Aber du jetzt gerade so schnell wegzugst. Ich sehe euch nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich euch wieder. Wo ist der Josh? Na. Ich hab mein Tempomat halt auf 70. Ich halt irgendwie halt einfach irgendwie. Das so der befindet sich in einer anderen Welt. Aber Josh, weißt du, was du jetzt vergessen hast? Hm. Oder nicht gemacht hast, dadurch, dass du direkt wieder eine Fracht angenommen hast? Das ist die nachgelenkte Achse. Ja, genau, das hat mich ja auch schon angecast. Aber gut, das ist halt einfach irgendwie so. Nächstes Mal habe ich einen anderen Trailer, da wird der hier verschrottet. Da gibt es einen schönen Double-Krone-Trailer. Double-Krone, ja. Double-Krone. Mit Kühl und so, voll Double cool. Double-Krone, Double-Krone. Habt ihr Double-Krone oder Double? Ich hab Double-Krone. Also ich hab beides. Ich hab eigentlich. Ja, aber was hast du denn? Also jetzt aktuell fahre ich den Standard Double. Der Carsten fährt gerade ideal Standard. Ich fahre Doppelkrone. Ich fahre Einzelkrone. Aber ich weiß nicht, ideal Standard sieht irgendwie cooler aus mit den drei Achsen hinten. Ja, du kannst im Grunde da komplett variieren, wie du willst, ne? Das ist ja, du kannst halt bei dem anderen habe ich nichts halt einstellen, ist halt nix. Leider. Normalerweise kaufst du ja die DLCs, um so ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten. Ja, eben, also dafür habe ich ja dieses Duff also ich habe das DLC eigentlich gekauft, weil es ein realer, echter Trailerhersteller ist, darum. Wobei ich es aber auch irgendwo verstehen kann, die gehen da wahrscheinlich hin und bauen halt wirklich nur Teile rein, die du halt auch bei Krone an deinen Auflieger dann basteln kannst, standardmäßig. Ja, und wenn es halt weniger ist, dann ist es halt weniger, ne? Das ist halt. Das ist halt, ja, ist das halt dann, die Standard-Krone-Konfiguration. Weiß ich nicht, ja, dann haben jetzt ja wir ETS-People so ein, oh, scheiß Krone-Auflieger im Kopf und irgendwie ist es auch nicht so ein Zweck des DLC irgendwie. Ja aber gut, es wird alles Lizenzgründe haben, ne? Weißt, ja, stimmt. Weißt schon. Du, du kannst das vergleichen, Josh, weißt du? Die ETS Standard Auflieger sind Android, die Krone Auflieger sind iOS. Nein. Doch, weil ist extra teuer, extra Lizenz und kannst weniger einstellen. Also finde ich, passt schon ziemlich gut. Also. Nein. Warum nicht? Nein. Sehe ich aber anders. Einfach aus Prinzip, ne? Ja. Und das Krone kostet einfach doppelt so viel aus Prinzip. Ja. Gut. Im Spiel sind die Krone Auflieger günstiger. Ja, weil man nichts einstellen kann wahrscheinlich. Ja. Ja, eben. Eben. Du musst stell dir mal vor, die Grundkonfiguration musst du dafür auch noch mehr bezahlen. Musst du sehen. Die Grundkonfiguration. Ja. Ach, schlafen wir jetzt schön. Ja, gleich kommt das Sandmännchen. Ja. Wobei kann ich eh schon die ganze Zeit, also. Ah, das ist voll entspannt, aber man schlägt das gleich voll entspannt. Man ist nicht so hektisch einparken, schnell fahren, sondern man ist so. Man ist schon so fast am Schlafen. Das fällt nachher dann gleich viel einfacher. Wegen dem DLC nochmal, ne? Ich finde das persönlich wesentlich schöner, wenn das einen gewissen Realismusgrad hat, was die Standard-Auflieger teilweise nicht haben. Doch, meiner hat voll Realismusgrad. Gar nicht, was du hast. Gegen meinen Realismusgrad. Oh. Na. Da. Müssen wir gleich abbiegen, wa? Ja. Ganz entspannt, Carsten. Das war alles. Ja, ich bremse schon mal runter. Ja, ich hole euch mit meinen 70 gemacht. Vielleicht irgendwann mal nochmal ein, wenn ich Glück hab. Meine Zeitkapsel. Das ist rot. Ich muss anhalten. Ja, das ist rot. Mir ist er grün gewesen. Der sah fancy aus, da hinten. Mit Carstens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ich wollte 13. Die Ampel sehen. Carsten hat 13 Bremslichter hinten. Geil, ne? Schon schick. Damit der Carsten dir ganz subtil sagt, ich bremse! Ja, das schreit dir förmlich ins Gesicht. Hupala, da bin ich ein bisschen später hin. Rucola? Hupala. Nicht Rucola. Ja, du stehst ja super da. Der Julian? Nee, hier der Typ auf der Straße. Was hast du vor? Wahrscheinlich rückwärts fahren, wie die meisten, die irgendwie scheiße stehen. Oh, da kommt einer an der Rad. Versucht hier zu wenden. Aha. Das kann er drehen und wenden, das funktioniert nicht. Ich will aber auch gucken.
und es wird wild gehupt. Ja. Ja, weil er mal einen Abgang machen soll. James hupt wild. Mach mal Blocking. Also ist Bärchen der komische, der blockt, oder ist Bärchen jemand anders? Nee, Gorki blockt. Gorki? Achso. Naja, Bärchen, weil ich gerade im Chat gelesen habe. Hätte besser gepasst. F7.